Was ein zweites Kapitel. Wahnsinn. So, aber wir starten jetzt rein ins dritte Kapitel. Speichern natürlich einmal. Könnten auch da... Nee. Lol, es gibt unterschiedliche Koffer. Die? Basis an Condor One. Ich habe die Infos, die du wolltest, zu Louis Serra. Aussieht, war er mal Forscher bei Umbrella. Umbrella? Hätte ich ihn doch in dem Sack verrotten lassen. Ich schick dir die Details. Was ist denn mit ihr? Wieso spricht sie denn nicht? Sie ist hier an, aber Prio bleibt Baby Eagle. Verstanden. Gehe weiter Richtung Kirche. Condor One, Ende. Bild? Huch. Upwriter. Oh, hier ist eine kleine muckelige. Ein schönes Plumpsklo, Mensch. Aber wenigstens hängt das Klopapier richtig rum. Leute, Klopapier, wie rum? Gibt's richtig und falsch? Was sagt ihr? Irgendwas übersehen. Warte mal. Was haben wir denn hier? Nee. Du auch, ha? Huh? Ja, das wird noch wichtig. Auf dich auf, Kleiner. Warte mal, gibt es denn hier noch was? Können wir jetzt nochmal zurück? Können wir dahin nochmal zurück? Will ich das ja gleich nochmal machen. Ja, aber warte, das ist der Weg Richtung... Ja, das ist der Weg Richtung Kirche. Auch Unterstützung. Gut. Aber das Fun Fact, das Patent für, weiß nicht, was, Klopapier oder den Abroller? Da ist eine Richtung vorgegeben. Also beziehungsweise bei dem Patent ist halt eine Zeichnung. Und da ist auch das Klopapier halt aufgehängt. Eigentlich ist das ja dann. Stand da eben. So runterspringen. Und eigentlich ist das ja dann der Richtwert, ne? Also würde ich jetzt mal sagen. Jetzt sind wir gleich bei unserem Händler, genau. Mal nochmal gucken. Ich bin hohl. Ich bin einfach nur ein orientierungsloses Stück. Ich hab neue Ware. Willkommen. Hast du? Ich hab was Neues für dich, Partner.
deine Kohle oder dein Leben. Die Entstanke. Deine Waffen sind in guten Händen, Partner. Keine Sorge. Weiterhin viel Glück, Fremder. Eine Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen, oh, hat etwas Künstlerisches, nicht wahr? Ich hab nur die jederzeit wieder. Warte. Wir haben... Munition und keine Blindmunition. Shit. Jetzt sollten wir uns aber einmal Blindmunition kaufen. Alter, ich hab Hunger, Leute. Okay, aber brauchen wir nichts. Beim nächsten Mal. So, warte. Und wir hier nochmal einmal rein und gucken, ob wir diese verschlossene Dings hier auch kriegen. Was, ne? Ach, guck. Schätze kombinieren. Unter Wichtiges und Schätze können sie sich ihre gesammelten Schätze ansehen. Manche Schätze können sie zu einem höheren Preis verkaufen, wenn sie mit Edelstein besetzen. Nice, wusste ich doch, dass das noch geht. Jetzt können wir nämlich... Irgendwo? Hier. So, da steht was ist. Ach, guck. Eifarben, Bio. Wir können ja nur drei einsetzen. Dann können wir eigentlich ein Trio machen, ne? Die roten finden wir eher. Ja, komm, mein Trio draus. Zack. Jetzt können wir den Triss hier verkaufen. Willkommen. Wofür kann ich dich begeistern? Besten Dank. Chillig. Jetzt können wir... Bist du beeindruckt? Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Eine gut eingestellte Waffe kompensiert mangelndes Können, Partner. Machen 90% mit der Piste, ne? Ich bin halt echt immer so... Ich gebe so ungern Geld aus. Warum bin ich so? Also in Spielen, in echt natürlich nicht. Echt würde ich mir das manchmal wünschen. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Auf die Details kommt's an. Wirst schon, kann ich sonst. Stirb mir da draußen nicht weg. Haha. So. Jetzt wollten wir da unten lang. Ja, guck mal, perfekt. Dann sind wir uns schon mal einig, Ula.
keine Chance. Nicht Chance. Hier rein. Denn hier? Hä? Lol, okay, das sind die unterschiedlichen Ebenen. Ich dachte, ich hätte hier voll was verpasst. Habe ich ja gar nicht. Aber gut, so haben wir es wenigstens geklärt. Auch wichtig. Nur das Beste vom Besten. Welche Ohren von Be My Lover, ne? La di da. Wanna be my lover. Jo. Gerne noch mal irgendwie Kraut nehmen oder so, ne? Als ob das keine Kräuter sind. Ich will das nicht. Solange es nicht hier im Spiel ist, gerne. Sehen mir also ein bisschen modrig aus, die Jungs. Mädels. Warte mal, wir sind ja jetzt wieder im Dorf.
Ja, ich weiß auch nicht, was da los ist. Also ich meine, schöne Augen immer gut. Immer ein Plus, aber. Tür mit Insignie, das müsste die Kapelle sein, ne? Oh! Noch wer? Oh, Alter! Wo denn? Oh, Alter, habe ich mich erschrocken. Junge. Ihr ollen Mistköter, ey. Boah, danke, nehme ich alles. Nee, das war doch. Weiß ich auch nicht, irgendwie geht's mir nicht so gut. Irgendetwas stimmt mit Hasi nicht. Da muss ich rein, da will ich aber noch nicht hin. Will. Dahin. Ja, das sag ich. Weil hier eine verschlossene Schublade ist. Achso, ich muss durch dieses Haus durch. Dieses Haus durch. Was ist da? Jetzt hier beschützt nichts Tolles, ne? Oh. Warte mal. Grünes Kraut? Warte mal, wo muss ich denn lang? Da muss ich lang, ne? Da muss ich hier runter. Wo muss ich denn hin? Ist doch nicht in diesen.
nur Bonus hier, oder was? So, lol, Shortcut, okay. Dann mal, was ist? Oh, du Mistvieh. Hä? Achso. Wieder unser Dude. Nicht immer laden. Immer alles laden, was geht. Alter, was machen die denn hier? Illuminatus 4.9. Schlaf selig und gedeihe, mein Kind. Wenn dein Körper deinen Kleidern entwächst, so werde deine Mutter dir neue nähen. Mit 7 Zentner Weizen und einem halben Stier pro Tag bist du deiner Krippe entwachsen. Gedeihe, mein Kind, um deine Brüder und Schwestern willen, die es nicht mehr können. 7 Zentner Weizen und ein halber Stier pro Tag. Stark. Er das? Oh nein, ich weiß, wer das ist. Ich weiß, von wem da geredet wird. Ach du Scheiße. Das habe ich ja noch nie gesehen, also noch nie mitgekriegt. Werdet ihr wahrscheinlich auch jetzt gleich sehen. Müsste eigentlich jetzt als nächstes kommen, meine ich. Händler-Tipp, die vernünftige Entscheidung. Hast du es satt, dass dir ständig Munition ausgeht? Dann habe ich da was für dich. Den Bolzenwerfer. Du kannst verschiedene Bolzen einsammeln und wiederverwenden. Besser kann man sein Geld gar nicht anlegen. Und vergiss nicht, dir auch die Rezeptur für Bolzen zuzulegen, damit du deine überzähligen Messer in, du ahnst es, Bolzen verwandeln kannst. Verschwende nie mehr Gedanken an Munition. Und das ist noch nicht alles. In den Bolzen kannst du Nährungsminen als Minenaufsatz anbringen und die Waffe so quasi zu Minenwerfer umfunktionieren. Schieß sie direkt auf einen Gegner und sie explodieren auf der Stelle. Schieß auf eine Oberfläche und sie werden zur Nährungsmine. Du verlierst den Bolzen, aber das ist doch allemal wert. Lol, gab's das damals auch schon? Hallo, Fremder. Hallo. Ein guter Freund ist schwer krank und ich würde ihm gerne ein paar leckere Vipern servieren, bevor es mit ihm zu Ende geht. Wäre jemand gewillt, mir zu helfen? Ja, eine habe ich ja schon. Nicht mehr genug. Warum habe ich nicht genug Platz, weil ich so viel Riss mit mir rumschleppe, ne? Willkommen. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Ein hervorragender Deal. Lieber nicht. Komm jederzeit wieder.
könnte ich das machen. Willkommen. Wofür kann ich dich begeistern? Oh, wieder eine schöne deine Waffe, aber... Oder dein Leben. Die Entscheidung sollte dir leicht fallen. Weiterhin viel Glück, Fremder. Deine Waffen sind in guten Händen, Partner. Keine Sorge. Na dann, was kann ich für dich tun? Angenehme. Wo kann ich denn... Hier kann ich. Nein, 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 nein. Ich kann nicht mal alles verstauen. Ach du Scheiße. Richtig. Haben das jetzt nicht schon? Eine Kirche, das muss sie sein. Wo denn? Hör ich doch. Sind die Jungs denn? Bursche, ja. Ja, da war rechts ein Rätsel, da erinnere ich mich auch noch dran. Verdammt,
Condor One an Basis. Die Kirche ist versiegelt. Baby Eagle? Negativ, noch nicht. Aber die Verriegelung hier ist nicht von schlechten Eltern. Verstehe, ich kann mir gut vorstellen, warum. Oh, sie ist hier. So viel ist sicher. Ich sehe, was sich tun lässt. Condor One, Ende. Karte des Seeufers. Ein Störenfried von außerhalb ist nach dem Mädchen gekommen. Schließt in der Kirche und wartet auf Befehl des Herrn. Verschließt die Kirche und versteckt einen Schlüssel in der Höhle auf der anderen Seite des Sees. Ach, die Geschichte. Ja, richtig. Der See. Hoffentlich wartet da nicht wieder irgendeine Überraschung. Ja, das ist sie. Einen kleinen Schlüssel. Aber... irgendwo hier. Oh, hier ist ein Auftrag. Diese verräterischen Zwillinge verdienen es nicht, in Frieden zu ruhen, denn sie haben sich dem bösen Kult angeschlossen. Kann nicht irgendjemand die Wappen auf ihren Grabstein zerstören? Wappen auf den Gräbern zerstören. Okay. Solid. So. Dann. So, hier noch mal außen rum. Ist nichts außen. Gucken wir mal, wo die Gräber sind. Was? Nee. Ach, ich bin so doof. Okay. Okay. Holen wir uns mal schnell die Belohnung. Was wir da für ein schönes kriegen. Ah, ich sehe, du hast dich um einen Auftrag gekümmert. Klar. Einsame Spitze, Fremder. Oh, was kann ich dir Gutes tun? Besten Dank. Eine Waffe den eigenen langsam verstehen. Komm jederzeit wieder. So. Oh. Was wollte ich jetzt? Speichern. Das Beste vom Besten.
Für die Besten der Besten der Besten, Sir. Eigentlich unser Messer gleich nochmal reparieren können. Nicht, ne? Naja. Naja. Gut. Unseren Auftrag erkannt. Ich speichere hier nochmal. Wir wollen ja hier nicht versuchen, mit möglichst wenig Saves durchzugehen. Das ist dann eher was für ab. Andi. Lago. Lago Maggiore. Als Reflex. Oh, Alter, ernsthaft? Jetzt haben wir keinen Platz für die Viper? Habe ich jetzt gemacht? Nee, oh, please. Nee, das will ich nicht. Das geht so nicht. Wir müssen. Ich hab die. Also hab ich die gegessen eben oder was? Keine Ahnung. Das kriegen wir auch nochmal so gut hin.
Boah, ja. Hallo. Hallo! Was haben wir hier? Oh, da. Ja gut, aber wie kommen wir da hin? Ich bin konstant angespannt, ne? Wirklich konstant angespannt. Ja. Mal wissen, wer das Ding benutzen soll. So.
Oh, Alter! Das ist... Oh, wie... Och, Katze, was ist denn mit dir? Die ist blaue. Och, Katze! Wo bist du? Ey! Spinne. Der passt nicht, oder was? Ich möchte ihn nicht wegwerfen. Ich möchte eigentlich gar nichts wegwerfen, um ehrlich zu sein. So, guck mal. Katze, bitte geh weiter. Ich kann hier halt echt nicht zocken, wenn du hier mitten im Weg stehst. Was ist er denn? Schießstand? Du? Händlertipp, hol dir dein Geld zurück. So schön sich deine unbenutzten Waffen auch als Staubfänger eignen. Wie wär's, wenn du sie verkaufst und mit der extra Kohle eine Waffe aufprobierst? Es gibt tatsächlich Nutz. Wenn du eine getunte Waffe verkaufst, musst du dazu alle ausgeben. Okay, ja, das ist tatsächlich... Das Zeug reicht für unsere ganze Abteilung. Das ist natürlich smart. Das ist natürlich smart, Waffen verkaufen. Warte mal. Des einen Knarre des anderen Leitfremder. Willkommen. Oh, was kann ich... Ist nicht auch ein Typewriter? Willkommen. Geh sorgfältig damit um, okay? Angenehme Reise. Please. Den Geruch des Kampfes an dir kleben. Jetonautomat. Mit drei silbernen oder goldenen Jetons können Sie am Jetonautomat einen zufälligen Talisman ziehen. Je mehr goldene Jetons Sie einsetzen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, einen seltenen Talisman zu erkennen. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass du dich auf dem Schießstand versuchst. In der Tat. Zerstöre die Piraten und erreiche den Highscore. Waffen und Munition sind unbegrenzt verfügbar, noch dazu kostenlos. Basierend auf deinem Ergebnis verdienst du Jetons, den du Spitzenpreise gewinnen kannst. Tausche deine Jetons
einem Jetonautomaten gegen Talisman. Blablabla. Du kannst mehrere Ziele auf einmal zerstören, indem du auf eine Stange Dynamit in ihrer Nähe schießt. Sei vorsichtig. Wenn du einmal drüber werde Punkt abgezogen. Manchmal braucht es mehr als nur einen Schussball aus die ein bis zum ersten. Bonusziele, Bedingungen, bla. Es gibt nur eine Regel. Schieß auf die Schießscheiben, die nacheinander auftauchen. Einfacher geht's kaum. Wenn du dich einigermaßen anstellst, lass mich mal springen. Ein paar Kinkerlitzchen, du Alter. 3, 2, 1. Leg los. Oh shit. Ich befürchte, dafür gibt es Punktabzug. Okay. Ein silbernen Jeton. Machen weiter. Ziele verschwinden nach einer gewissen Zeit. Pass auf, dass du zwischen den ganzen kleinen Fischen nicht die großen übersiehst. 3, 2, 1. Leg los. Hervorragender Schuss. Ey, komm, bis auf einen. S-Rang. Easy. Guck mal, was es Schönes gibt. Du gehst schon. Ach, wie du meinst. Maria, 15% Hersteller-Bonus auf Magnum-Munition. Verlass dich zu sehr auf eine einzelne Waffe und du stehst schnell ohne Munition da, Partner. 3, 2, 1. Leg los! Oh, was? Jo, noch ein S-Rang. Nice. Willst du mich verschaukeln, Partner? Ein perfekter Lauf?
Voll gut. Manche der Scheiben sind nicht aus Pappe, wenn du. 3, 2, 1, leg los. Oh. Sag mal. Alter. Wir das abbrechen? Nee. Oh, Katze. Ja, komm, dann probieren wir den letzten jetzt nochmal aus. Ich habe das noch nicht ganz gecheckt. Manche der Scheiben sind nicht auf. 3, 2, 1, leg los. Ja, das habe ich jetzt gecheckt. Ja, ja, ja. Okay. Verlass dich zu sehr auf eine einzelne Waffe und du stehst schnell ohne. 3, 2, 1, leg los. Alter. Stop it!
Okay, das war doch besser, oder nicht? B. Ein silbernes. Manche der Scheiben sind nicht aus Pappe. 3, 2, 1. Leg los. Hallo, habe ich doch gemacht. Hervorragender Schuss. A-Rang. Na okay, komm. Ja, was soll's. Das würde ich mal sagen. Damit lassen wir es erstmal gut sein. Auf jeden Fall ein bisschen was. Ja. Auf jeden Fall ein bisschen was geschafft. So. Jo. Ihr kennt es, ich hasse es, wenn da irgendwas gezeigt wird. So, was haben wir denn hier? Ergebnisse. So. Willkommen. Wofür kann ich dich begeistern? Ob Rubine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Harte Zeiten, Partner. Weiß. So, was haben wir hier? Können wir das alles nicht hin? Die Frage ist ja, was brauchen wir jetzt? Müssten wir eigentlich auch irgendwo die Viper noch finden. Vielleicht finden wir die auch ganz woanders. Lassen wir die hier? Schotti hilft halt schon manchmal. Ne? Oder? Ganz anders. Willkommen. Na dann, ja. Was kann ich für dich tun? Ich kaufe fast alles. Einen nächsten. Willkommen. Willkommen!
gute Kombi. Jederzeit wieder. Gut. Dann würde ich sagen, speichern wir an der Stelle mal. Geht's gleich weiter. Beziehungsweise nächstes Mal dann, am Donnerstag. Und ja, wir haben zwar jetzt gerade nur ein bisschen rumgeschossen, aber ich denke, das sind auch ganz nette kleine Gimmicks, die wir uns da erarbeitet haben. Ja, schön hier. What are you by? Gut, ich denke, wir haben ganz schön was geschafft heute. Du hast den Geruch. Auf jeden Fall ein sau geiles Spiel. Ich mache eine kurze Pause und dann gucken wir mal, dann gehen wir vielleicht noch in irgendwas Fixes bei Steam rein oder so. Zocken noch eine halbe Stündchen, vielleicht noch eine Dead Cells, mal gucken. Auf jeden Fall gibt es jetzt einmal eine kurze Pause und bin gleich nochmal wieder da.